Servusle, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Sons of the Forest mit Voucher und mit unserem Nameless und mit Kelvin. Ich bin immer noch am Baumhaus. Warum bin ich am Baumhaus? Ich habe ja gesagt, ich laufe zurück, hole noch mal ein bisschen Loot. Ich habe hier gerade geschlafen und wollte dann loslegen, zurückzulaufen und habe gesehen, dass es bildweiß ist. Der erste Wintertag steht wohl bevor. Ich habe noch nie so schnell Alt F4 gedrückt, denn ich möchte den ersten Winter natürlich mit euch gemeinsam genießen. Und das machen wir jetzt auch. Wir schlafen jetzt. Da müsste das weiße Bild sich normal als erster Wintertag. Jo, hier war ich so und es wurde gerade hell, denke ich, nee, das will ich gemeinsam mit euch machen. Unser erster Winter in Sons of the Forest. Und sie hat noch nichts zum Anziehen. Samba Spatzel, hast du vielleicht Bock auf eine taktische Jacke? Ich habe das alles noch nicht so ganz Kraft. Nee? Hä, was jetzt? Ach, jetzt hängt das Ding im Baum. Sehr geil. Ist dir nicht kalt? Doch, sie zittert. Guck mal, wie Espenlaub. So, dann laufen wir heute also im Schnee zurück. Wie schön. Übrigens, wenn man ins Spiel einloggt, ist doch oben links immer der nächste Update-Timer, ja? Ihr wisst ja, dass ich vorproduziere. Das mache ich halt, damit ich euch garantieren kann, dass täglich eine Folge auch kommt. Wenn bei mir mal was verrutscht, habe ich ein bisschen auf Vorlauf. Und ich halte jetzt hier aufgrund dieser Updates die Vorproduktion ein bisschen kürzer, damit wir nicht immer ewig brauchen, bis es bei mir auch drin ist. Ne? So 2-3 Tage wird es aber immer gehen, falls ein Update kommt, bis es bei mir dann greift hier. Wollte ich euch nochmal ganz kurz die Info geben. So, dann würde ich sagen Frühstück. Kann das sein, dass das, was uns gerade... Ausdauerbalken, Leute. Da tickt gerade was von der anderen Seite Richtung Ausdauer. Ich nehme an, dass das mit dem Winter zu tun hat, oder? Jupp. Also, jetzt probieren wir es mal. Wir haben die taktische Jacke im Moment an und wir wechseln jetzt auf unsere Winterjacke. So. Sieht im Moment erstmal noch nicht so aus, als ob es den absoluten Knüller bringt. Ey, was mache ich eigentlich, wenn der See zufriert? Na gut, dann trinke ich aus dem Bach, ne? Wir probieren gerade mal einen Schluck zu trinken. Dir ist kalt und du bist nass. Hey, ist klar, weil ich jetzt da reingeschnallt bin, war jetzt auch nicht so geil. So. Getrunken haben wir. Früher hat also mal die Fackel geholfen. Ich ziehe die jetzt mal an. Kelvin, du bleibst hier. Auf sie haben wir ja natürlich keinen Einfluss in dem Sinn. Jo, jetzt ist das Ding weg. Kelvin, nochmal für dich. Mache Pause, bleibe hier bei der Unterkunft. Mhm. Oh, ich glaube, sie kann auch schon lesen mittlerweile. Okay, der passive Spielstil beginnt heute. Was hat einen besseren Blockwert? Die Fackel hat gar keinen Blockwert. Der da. Ist das der rote wieder? Ist mir jetzt aber egal. Der rote da ist oder nicht. So, wir gehen. Ne, es ist der Keulmann. Und der Keulmann, das ist das, wo ich drauf achten will jetzt halt, ne? Der Keulo. Der Keulo kam im Prinzip mit denen, ne? Also sind die doch befreundet. Ich gehe mal hier weg, bevor die mir hier alles schrotten. Oh, ist das ein cooler Wintereffekt hier mit dem Schneestapfen und alles. Gefällt mir richtig gut schon. Im Stream hatten wir ja mal ganz kurz die Ansicht... Oh, aber ob das einstürzt. Das war's mit dem Loot. Die Rehe laufen drüber, aber die sind auch nicht so schwer. Was hat denn so ein Reh? 30 Kilo? 20? 30? Ich probiere es trotzdem. Boah, das ist ja übelst, wie unten drunter das Wasser gluckst. Was ich natürlich wissen will. Ich sag's dir, diese Höhle gestern, die hat mir echt schon ein bisschen zugesetzt.
Ich mache das ja wirklich so. Ich spiele das ja nicht vor. Ich gucke auch nicht, was erwartet mich und wo finde ich was und so. Und das waren jetzt halt wieder neue Gegner. Die sahen jetzt erstmal ziemlich gruselig aus. Dann hast du gemerkt, wie die mit dem Kopf so. Und da bist du super vorsichtig bei den ersten Malen halt immer, ne? Okay, aber ich glaube, den Winter haben wir trotzdem im Griff gerade mit unserem Winterjäckchen, ne? Ich habe nur noch nicht wirklich eine Ahnung davon, wie ich das jetzt machen will mit der passiven Spielweise, wenn die kommen in so einer Anzahl. Es kann ja auch sein, ich habe den Schalter für immer umgelegt, jetzt durch meine Spielweise bisher, ne? Ich bin sehr gespannt drauf. Wir sollten uns oben irgendwo... Alter, ist gut. Ich bin gespannt, wie es bei uns oben aussieht gleich. Sehr gespannt. Kelvin fehlt mir schon. Wenn wir merken, dass es nichts bringt, hole ich ihn sofort wieder ab. Also ich kann natürlich jetzt weiterbauen oben. Das ist das eine, was ich machen kann. Dann kommen sie und was mache ich dann? Ich kann natürlich schon blocken, aber wenn die zu 15, erwischt dich immer gefühlt einer, ne? Was ist denn der blinkende Punkt eigentlich hier? War das die eine Höhle, wo wir den Drucker hatten? War das hier? Lass mal kurz gucken. Oh oh. Das ist der rote, ne? Der wohl lacht, wenn ich was mache. Jetzt probieren wir es mal passiv. Es sind einige am Start hier. Wenn es ein neuer Spot ist, ist es auch nicht so schlimm. Entdecken gehört ja auch dazu. Doch, das war das hier, ne? Wir gehen mal kurz rein. Vielleicht kann ich mir ja irgendwie eine Rüstung bauen oder irgendwas. Das mal aus dem Drucker. Haben wir... vielleicht können wir uns den Schlitten bauen, Leute. Es ist doch jetzt Dings. Oh, und vielleicht kann ich eine Schlittenfahrt machen. Das war schon die, oder? Oh, vielleicht können wir eine Schlittenfahrt machen. Zack. Rüstung wäre ja wichtiger gewesen, aber... Rad und Ding. Den Schlitten haben wir noch nicht gebaut hier im Spielstand. War das im Stream? Aber da war ja nie Winter. Jetzt habe ich eingefüllt. Die Pfeile sind bestimmt auch nicht verkehrt. Die Trinkflasche haben wir, die Maske haben wir. Vielleicht sollten wir auch die Maske irgendwie auf die Schnellwahltaste legen und mit der nochmal ein bisschen zu probieren. Weil der rote ist mit Sicherheit ein übler. Und dann hätte ich auch rot, ne? Techmesh. Wissen wir noch? Ich lege mal ein Seil drauf. Knochenrüstung, Seilrutschen, Sense. Vielleicht muss ich dieses Techmesh einmal herstellen, dass ich es weiß. Ich baue mir aber als allererstes das, was wirklich wichtig ist, ne? So. Wir bauen uns einen Schlitten. Hier sind nochmal Pfeile, sehr gut. Ey, wenn ich theoretisch hier wohnen würde, hätte ich auf jeden Fall meine Ruhe, ne? Weil hier kommen die ja nicht rein. Batterien haben wir bekommen, sehr gut. Wir bauen uns einen Schlitten. Schabdabidubabdu. Da war eigentlich nur Geld hinten, gell? Dieses Geräusch, das ist das Anfangsgeräusch von der Musik, wo man Timmy in die Maschine legt, oder? Ich habe einen Schlitten gebaut. 700 Milliliter haben wir noch. Ich baue mal so ein Techmesh-Ding hier. Komm her. Da reißen wir mal Pfeile, glaube ich. Ich wollte aber kurz gucken, ob da hinten noch was anderes lag. Oh, jetzt sind die uns gefolgt bis ans Baumhaus. Ich nenne ihn jetzt einfach mal der Troll und der lacht. Der Lacher. Englisch? Der Lafer. Der Johann. Johann Lafer. Ich weiß, das sagt vielleicht nicht jedem was, aber ich nenne ihn Johann Lafer. Also Johann. Ja, der Johann. Der Johann, der Guderle. Dann nimmt es auch ein ganz kleines bisschen die Furcht vor ihm. Sehr geil. Also Johann und der Troll kamen jetzt runter bis zum Baumhaus. In Begleitung der Kannibalen. Es kann natürlich auch sein, dass es einfach super starke Seals waren, die dann im Kannibalismus verfallen sind. Und das ist jetzt
Das sind die Chefs von denen. So, ich nehme das mal raus. Neue Anleitung habe ich jetzt, gell? So. Was ich nie weiß, ist, wo die Sachen liegen beim ersten Mal. Da ist es. Eine Batterie brauchst du dafür? Okay. Ihmchen. Ihmchen. Noch was anderes kam nicht, ne? Kettensäge? Es gibt also eine Kettensäge und eine Taschenlampe. Die haben wir natürlich noch nicht, ne? Und ich brauche so ein Electronic, glaube ich. Besser wie nix. Dann komme ich wenigstens nicht ganz ohne Rüstung nach Hause. Zack, ich hab's ja an. Katzenfutter. Das können wir ja dann daheim aufmachen. Okay, den Schlitten haben wir. Der war, glaube ich, hier oben gelegen im Stream, als wir den gebaut haben. Nee, doch nicht. Wo ist denn der Schlitten? Hier ist der Schlitten. Also pass auf. Auf der 1 den Bogen, auf der 2 der Britzler. Auf der 3 eigentlich die Heilung. Auf der 4 die Maske. Und auf der 5 unseren Schlitten. Ja? Gut. Jetzt muss ich hier nochmal ganz kurz reingucken. Wir haben die Armbrustbolzen und wir haben Kohlefaserpfeile 12. Wie viele Kohlefaserpfeile macht er mir denn hier? Vielleicht sind es aber auch andere. Ich probiere die mal. Ich bin gespannt, wie lange ich das durchhalte. Das hat mich so gerissen halt. Die kommen und dann schießt er halt automatisch, ne? Krass, oder? gedruckte Pfeile. Möglicherweise sind das einfach andere. Warte mal, ich guck mal. Hier. 5 gedruckte Pfeile. Ja, aber weißt du was? Mal unabhängig davon, dass ich ja vorhab, ne? Ich mache uns einfach weitere Pfeile. Müssten wir jetzt gleich 20 Stück haben. Was mir durch den Kopf saust, wenn der Rote, also der Johann und der Waldtroll, wenn die... Was steht da drauf? 4 PM. Wenn die die Anführer von denen sind, dann gibt es ja eigentlich zwei logische Schlussfolgerungen. Die eine, wenn du den Anführer tötest, müssen sie Respekt vor dir kriegen. Die andere, dass sie noch stärker sauer sind. Weil es gibt ja dann in der guten Hierarchie immer einer, der nachrutscht. Das weiß ich halt alles nicht, ne? So, Techmesh haben wir uns einmal gebaut, dann wissen wir das auch. Das ist er übrigens hier, die leuchtet ein bisschen. Das ist schön für die Nacht, das sieht man uns gut. Und wir haben 20 von diesen 3D-Pfeilen. So, und jetzt gehen wir hoch zum See und dann gucke ich mal, wie ich uns da eine Ecke abzweige. Vielleicht machen wir es aber auch so, aber das weiß ich jetzt nicht mehr genau, wo das war. Diese kleine Insel am See oben. Vielleicht ziehen wir ja doch... Zum, weißt du, für einen größeren Rückzug, wenn wir passiv spielen jetzt 3-4 Runden, dass wir da... Oh, ist das schön. Dass wir dann doch diese kleine Insel einfach mal mit einer Dings verbinden. Mit einer kleinen Brücke. Habe ich Seile mit? Ja, das probieren wir. Dann habe ich erstens mal ein bisschen Erfahrung sammeln können, wie man so eine Brücke baut. Gott, ist das schön. Und wir können eventuell unseren passiven Stil... durch einen guten Rückzugspunkt nochmal verstärken. Ich hoffe, dass die den Kelvin jetzt da unten nicht ausgerottet haben. Und dass das Spiel auch mit Renderdistanz arbeitet. Ich erinnere mich halt damals, konntest du... Guck mal, hier ist ein Schaufelsymbol. Okay. Wir haben natürlich jetzt keine Schaufel. Hier machen wir jetzt demnächst mal einen Ausflug, ne? An die zwei Spots jetzt, wo ich gerade drauf schaue. Aber erstmal muss ich oben gucken. Meine ersten Begegnungen mal machen jetzt mit Beobachtung. Gott, ist das cool. Die haben uns aber schnell gefunden, gell?
Guck mal im Hintergrund, der Gletscher. Nicht der Gletscher, halt der Berg. So. Ich bin gespannt, was aus den nächsten Runden jetzt wird. Ich bin echt neugierig wie Tier. Der erste... Den ersten Zahn habe ich mir ja jetzt schon ziehen lassen, indem ich gesehen habe, dass die vorhin alle unten standen. Hier, guck mal. Das Empfangskomitee. Na klar, dass sie jetzt noch sauer. Hier sind wieder Gräber. Noch wissen sie, die wissen ja nichts davon, dass ich hier einen neuen Plan habe, ne? Bis jetzt ist es erstmal nur meine Idee. Ich würde es ihnen ja sagen, aber ich glaube, die hören mal nicht zu. Ich habe noch nicht mal jetzt die Möglichkeit zu flüchten, gell? Ist das da oben schon mein Baumhaus? Mein Baumhaus, sage ich, meine Plattform? Wie gut. Und wir werden demnächst mal da hochlaufen, wo die immer runterkommen. Unten läuft auch einer. Der Keulo. Keulo und der Johann im Rücken. Siehst du, das ist doch jetzt schon mal ein Zeichen von Respekt oder Angst. Indem ich jetzt einfach hier blockend rückwärts laufe und nicht drauf gehe. Vielleicht fängt sich das wieder. Vielleicht ist das so programmiert. Ich würde es feiern wie Sau. Wir haben Zeit, ne? Die erste Staffel, Leute. Ich werde es nicht so machen wie bei The Forest damals, dass ich plötzlich in die zweite Staffel rübergehe oder sowas. Oh, ich freue mich so, wenn das hier weitergeht. Jetzt pass auf, ich brauche auf jeden Fall diesen Rückzugspunkt. Sonst gehen die Pläne nicht auf. Ein kleiner Exkurs, was die KI angeht. Ich nehme an, unser Mäusle kommt wieder. Vielleicht sehe ich auch, da drüben ist die Insel, ne? Ein Problem haben wir allerdings. Wenn ich jetzt da rüber schwimme, muss ich mir erstmal gleich ein Feuerle aufbauen. Ich nehme an, dass er dann tierisch frieren wird. Wo war denn dieser Hubschrauber-Spot, den sie uns die Tage gezeigt hat? War das da vorne, wo der Punkt blickt? Ich dachte, das wäre eher hier so drin gewesen. Ich bin halt hinterher gerannt. Ich habe halt... Zack, jetzt pass auf. Ach, der See ist zugefroren. Das ist natürlich auch blöd. Mit Sicherheit. Naja, das kannst du. Da brauche ich da nichts machen jetzt. Scheiße. Ja, nee, das bringt ja nichts. Ja, die kommen halt auch übers Eis drüber, ne? Also, das funktioniert schon mal nicht. Es sei denn. Nee. Ich überlege gerade, da vorne wäre ein kleiner Felsen, da bräuchte man nur eine Seite irgendwie abschrägen. Ja klar, da bist du im Winter dann halt auch der Arsch. Wenn die natürlich genauso sauer sind, wenn ich ihren Wald wegholz, wie wenn ich sie schnetzel, dann haben wir wahrscheinlich ein Problem, weil bauen müssen wir ja dann was, ne? Ich laufe mal rüber. Ganz wohl ist mir nicht, wenn ich über den See laufe, merke ich gerade. Ist das alles cool hier? Nee, wenn ich das hier nehme, muss ich es von allen Seiten zumachen. Hier hätte ich eventuell die Chance, dass sie damit hochklettern können. Weißt du, hier? Okay. Irgendwie habe ich das Gefühl, kein Platz ist hier so sicher, wie ich es gerne hätte. Wir gucken mal rum, vielleicht findet man noch irgendwas Cooles. Ansonsten können wir es auch gleich vorne belassen. Wir gehen davon aus, dass es hier keine Stelle gibt, die einbricht, oder? Das wäre jetzt aber eine Panik, du. Das kluckst richtig zwischendrin, ist der Wahnsinn. Wenn es mal nur Klucksen ist. Wo machen wir das jetzt?
Wenn ich es da oben mache, kommen sie halt ständig. Die können ja dann das weghauen, ne? Das will ich ja nicht. Ich finde hier keine Stelle, die ich so absichern kann mit wenig Aufwand. Aus dem Grund gucken wir, dass wir wenigstens nahe drüben sind. Was brauchen wir? Eine Palisade. Ein kleines Lagerfeuer. Unser Zelt nehme ich dann mit her. Den Strandabschnitt kann ich nicht absichern. Der hat gar keine natürliche... Gott, ist das schön hier oben. Haben wir gut rausgesucht. Und halt auch gleich versaut gehabt, ne? Hier, das da nehme ich. Das hier nehme ich für einen Moment. Wenn sie kommen, renne ich immer übers Eisen, so Geschichten, ne? Gerade ein kleines Stückle möchte ich mir hier absichern. Was ich jetzt allerdings mitgekriegt habe schon, dass du, glaube ich, keine Palisadentore bauen kannst, ne? Wenn es nicht schon gepatcht wurde. So, ich hält. Ich wollte jetzt hier eine Palisade rumziehen, dass ich sicher bin, weil ich das Wasser im Rücken habe, welches ich aber gerade nicht habe. Nein, dann machen wir es anders. Dann investieren wir jetzt die Zeit oben und wenn es mehr werden, weiche ich einfach aus. So einfach machen wir das jetzt. Ich baue oben weiter. Jo. So. Und wie gesagt, jeden Feind einmal ein bisschen auch beobachten, weil die zum Teil so unterschiedlich sind, dass man vielleicht was rauserkennen können, ne? Da war nix. In Wirklichkeit wollte ich eigentlich nur bauen. Der war zu klein, ne? Meinst du, das ist... Pass auf. Ich meine, der hat ja auch eine Waffe in der Hand. Das dürfte nicht ganz so tragisch sein. Wie viel Blockwert hatten die Axt im Verhältnis zum Kolben? Ja, das ist okay, das reicht. Siehst du, die hat jetzt auch nur irgendein Zeichen gemacht. Guck mal, die verhält sich doch nicht anders wie Virginia, ne? Weicht zurück. Klettert auf Bäume. Vielleicht ist aber auch Virginia ein Dorn im Auge für die. Die macht für mich irgendeine Bewegung. Essen rausschmeißen kann man ja nicht, sonst hätte ich schon längst was hingelegt. Vielleicht macht es einen Unterschied, vielleicht auch nicht. Ich würde jetzt auch mal verzichten, gerade auf Bäume fällen. Indem ich die nehme, die schon hier liegen. Guck mal, die ist ja beobachtend. Das ist ja nicht so, dass... Für mich steckt da sau viel Ausdrucks... Weißt du? Du kriegst es bloß, wenn du dir keine Gedanken machst oder das nicht zulässt, kriegst du es nicht mit. Da hast du dann das Gefühl, oh, da ist jemand, Pfeil zwischen die Ohren und tschüss. Und wie war es denn im ersten Teil? Sicher hat man da auch mal Schlägle abgekriegt, aber teilweise... Okay, das müsste jetzt unbedingt aufhören. Vielleicht wartet es aber auch nur... Bis die Kumpels da sind, um dir dann richtig... Weißt du? Bis jetzt ist es auf jeden Fall schon interessant. So, jetzt kommen die. Denen traue ich ja zu, dass die kein emotionales Empfinden mehr haben in dem Sinn. Und sie... Die sind, glaube ich, einfach nur noch durch Hunger und so getrieben, ne? Wie bin ich denn da raus? Ja. Ich beobachte es jetzt. Da habe ich jetzt unheimlich Spaß dran. Wenn es zu viele werden, müssen wir ein bisschen abweichen. Vielleicht fängt sich das wieder. Diese böse... Aber ich war schon schlimmer. Ich war schon schlimmer, so die letzte. Wenn man mal überlegt. Ne? So. Oh, wow, wow. Staubt's aber. So,
So, jetzt ist sie, glaube ich, auch nicht mehr alleine. Dann wird sie vielleicht, wenn wir Pech haben, ein bisschen aufmüpfiger, ne? Und ich schwöre dir, für diese Situation, wie die mir den Baumstamm klaut, hat sich's doch schon gelohnt. Das hätte ich sonst nicht erlebt. Ich hätte sie erst jetzt schon wieder weggemacht, ne? Ich finde es gerade richtig gut. Also, in gewisser Weise ärgerlich, weil sie mir ja meinen Baumstamm klaut. Komme ich unter meinen Dingern? Oh ja. Jetzt mehrt sich's, merkst du? Aber die hier glaube ich einfach, dass die schon so ab... Nur mal als Beispiel. Du kommst hier als Soldat. Ja? Du kommst hier als Soldat rein und dann endest du so, weil du, sag ich mal, nur Menschenfleisch isst oder so. Nur mal als Beispiel. Das glaube ich, dass es die Endstufe ist. Mensch, Kannibale oder kannibalistischer Mensch, dreckige. Ich würde ja jetzt gerne sagen, die wälzen sich im Schnee, weil es Spaß macht. Aber ich glaube nicht, dass es das... Im Moment könnte man meinen, die spielen, ne? Und meine Strukturen haben sie bis jetzt noch nicht angegriffen. So, wie geht's denn weiter? Ich würde hier gerne die Linie nach vorne ziehen. Möchte jetzt aber denen auch nicht das Gefühl geben, ich mache ihren Wald tot. Und einen Lokschlitten habe ich noch keinen gesehen. Die spielen im Schnee, wenn du mich fragst. Vielleicht bin ich aber hier drin einfach auch gerade für die... Jetzt hat er mal draufgehauen, ne? Können wir gleich einen Reparaturhammer mal testen? Hat der auch Block? Nee. Hau ab, Alter. Jetzt sind es mir gerade persönlich eigentlich schon wieder zu viel, um in Ruhe bauen zu können. Aber das liegt ja an mir, ne? Meine Axt gleich. Hört ihr das Glucksen? Das ist übel. Was ich auch schon überlegt habe, wenn ich denen einen Hase jag und hinschmeiß. Vielleicht haben sie dann das Gefühl, dass ich ihre fütternde Hand bin. Gott, wie ich halt im inneren Auge schon sehe, wie das mal aussehen soll. Und das alles noch nicht da ist. Ich habe noch keine Idee, wie wir tatsächlich die weglocken wollen, um dann 10 Minuten mal zu bauen. Da habe ich echt noch keine Ahnung davon. Mal gucken, ob sich was ergibt. Ja, ist mir schon klar. Haben wir doch bei Ding auch gehabt bei Forest, so Momente, wo wir zwischen denen einfach unser Zeugs gemacht haben. Es wird hier genauso gehen. So einfach ist das. Machen wir jetzt nämlich einfach so. Der könnte groß genug sein für hier drunter. Na, einmal bis rüber. Da müssen wir noch irgendwann eine Bahn daneben legen. Und dann kann ich in der Mitte mal so eine Wand reinziehen oder sowas. Mal gucken einfach mal, wie lange die dann stehen bleibt. Mir macht es gerade sau viel Spaß, dieses Rumprobieren und so. Was mache ich dann in so einem Fall, ne? Normal haut sie doch ab. Guck mal, die Augen. Jetzt sind sie gerade wie die Wölfe. Komm, Spatzel, komm mal mit. Das funktioniert so nicht. Ist sie jetzt wieder umgefallen, oder? Und außerdem, seit wann kann ich denn die aufheben?
mal, ich probiere mal was. Ich kann nur essen, ne? Ich kann. Doch! Aber die essen ja eh faulig sein. Ich glaube nicht, dass das einen Effekt hat. Nee. Ja, gut, 2, 3 Folgen machen wir das auf jeden Fall. Bis jetzt kommen ja die. Alter, ist das eine Stimmung? Jetzt muss ich natürlich gucken, ob die da liegt. Das ist jetzt zum Beispiel ein Punkt, wo mich wieder zum Nachdenken bringt. Sie greifen die an. Wir wollen sie ja beschützen. Wir wissen aber nichts von ihr. Trotzdem wollen wir sie beschützen, weil sie ja uns Geschenkle macht und uns ans Herz gewachsen ist. Die Frage ist natürlich, wie weit soll das... Weißt du? Das widerspricht ja der Idee, zu koexistieren. Schon ein bisschen, finde ich. Bis jetzt sind es aber nur die. Und die, glaube ich, die haben halt, wie gesagt, kein Verständnis mehr für Gut und Böse. Ja, ja. Jetzt ist sie weggerannt, hoffe ich. So, Leute. Unser erster Tag der friedlichen Einkehr. Hast du jetzt selber Weg gemacht? Aber was mich jetzt noch interessiert, deswegen bin ich jetzt auch noch am Bauen. Ich müsste doch theoretisch Stützen rausnehmen können, oder? Immer jede zweite kann ich doch rausnehmen. Dann sieht es hier blöd aus. Kann ich sie nachträglich auch wieder reinstützen? Scheinbar nicht. Also müsste ich jetzt wieder abbauen, ne? Die Frage ist, welchen? Ich krieg die nachträglich jetzt. Okay, aber das ist vielleicht für später interessant, ne? Ist das jetzt für immer? Was ist, wenn ich die? Die kann ich nicht. Das reicht schon als Stütze. Aber aufbauen musst du es vorher. Das heißt, du hast laufend so kleine Dinger hier übrig, ne? So, und das gleiche brauche ich jetzt halt noch einmal, ne? Ich schmeiß die mal hier raus. Können wir nämlich oben Boden reinmachen. Wenn du reinläufst, bist du selber schuld. Ich meine, auf alles kann ich nicht aufpassen. Endlich ist mal was passiert. Guck mal, jetzt sind plötzlich nur noch die hier da, ne? Wie kriege ich denn mit, wann was kaputt ist? Machen die aber auch gar nicht wirklich Damage da dran. Das sind alles Angefangene hier, gell? Ja, die kann ich nicht verwenden. Ich will jetzt auch nicht alles hier oben abbauen. Einen Baum machen wir noch, dann wechsle ich mal rüber. Und dann geht's schlafen, stärken und dann probieren wir da oben die einmal zwei Butze zu bauen. Also die Bude in der Bude, ne, war ja die Idee. Guck mal, wie die Wölfe sind, die jetzt hier. Und auch leicht stinkig, ne? Habe ich geblockt. Haben wir schon mal probiert, ob das mit Feuer irgendwas bringt? Aber der hat keinen Block. Die haben keine Panik vor Feuer, ne? Wenn ich drauf verbrenne, dann war es wieder ein Angriff. Dann wissen wir es erst nicht. Ich glaube, dass wir tatsächlich den Kurs, den wir
gefahren sind, diesen Angriffskurs, dass wir bald auf den zurückgreifen werden wieder, weil es bis jetzt nicht das Gefühl für mich entwickelt, weißt du? Aber wir haben es ja auch erst einmal jetzt gemacht. So, jetzt wird es dunkel, jetzt gehen wir ans Feuer zurück. Geh weg, Diggerle. So, der kommt dann hier rein. Der noch zur Unterstützung. Und ab dafür. So, Leute, unser erster Tag Passivität ist da. Was ich jetzt nicht weiß, wie ich kurz schlafen will. Das probieren wir jetzt heute noch. Gehen die nachts heim, dann baue ich nachts. Ist das Zelt weg? Habe ich das abgebaut, mit runtergenommen? Habe ich nicht das zweite Zelt, das ich jetzt machen kann? Ich habe jetzt zwei Bladen gesetzt, ich bin mir nur gerade nicht sicher. Na, guck mal, ich habe jetzt beide verbunden miteinander, ne? Huch. Also im Winter bist du halt hier nicht sicher. Kann ich schlafen, wenn die da sind? Ich probiere es. Nee. Haben wir eigentlich nur eine Chance. Ich nehme richtig fett Abstand und baue da hinten nochmal eins auf. Dieses Eis ist mir nicht geheuer. Kann man eigentlich aufs Eis das Ding jetzt auch draufstellen? Soweit ist es noch nicht, okay. Und check. Hat geklappt. So, meine Lieben. Dann geht's hier weiter. Ich gehe noch vor mit euch gemeinsam speichern. Weil wenn wir so einen Test schon machen, dann sollten wir auf jeden Fall alles gemeinsam erleben, ne? Weit sind wir nicht gekommen heute, aber wenn wir rumschnetzeln, in den Folgen haben wir auch nicht viel mehr geschafft. Und wir sind erst hochgelaufen heute, das muss man auch dazu sagen. Ich glaube, morgen kriegen wir richtig Meter gemacht. So, bis morgen.